geboren als Werwolf dann? Nö. Sicher? Nicht, dass ich wüsste. Wo bist denn du jetzt hin? Immer noch im Haus, du bist an mir vorbeigerannt. Ach so. Tante, und was machst du jetzt da für einen kauf, tollen Trank? Zeig ich dir. Auf das und Stirnhase. Machst du einen Trank, mit dem wir, wenn wir da drüber laufen, das dann umgewandelt wird, oder was? Ganz ruhig. Ich und meine Fantasie mal wieder. Ja. Jetzt verreck doch einfach mal, du dämliches Wanderauge hier. Wie funktioniert das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Hast du jetzt Bottled of Water? Ah, okay. So. Komm mal jetzt. Komm mal mit. Ich komm da mal mit. Komm da mal mit. War nicht so. Hä? Na, Werwölfe? Ach, so sieht der aus. Ja. Interessant. Ich dachte auch, es ist ein Goblin, aber ist gar nicht so. Gut. Komm mal weiter. Mach doch mal Licht. Meine Fresse, ist das dunkel. Ich mach doch Licht. Ja. Ja, genau so. Sag mal, liebe Community, war das schon immer so dunkel? Ich hab ja auch schon vorhin gemeint, es sieht jetzt wesentlich dunkler aus als zuvor. Also irgendwie, ne? Weil vorher hat man ja zumindest noch ein bisschen was erkannt und jetzt irgendwie so fast gar nicht mehr. Ne? Ja. Oh. Wo ist eigentlich deine Leuchtkugel hin? Tada! Ja, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ach Gott, was kommen denn da für böse Augen auf mich zu? Ja, ganz böse Augen. Hast du wieder was abgebaut? Nö. Ah. Sollte ich? Nö, schon okay. Kann die Nacht nicht mal schneller vorbeigehen hier? Das ist doch nicht wahr. Froh, dass wir nicht mehr diese Endlosnacht haben und sich das immer wieder zurückstellt. Ja. Das wäre ja jetzt der Horror. Oh shit. Also die Wüste ist ganz hinüber. Warte. Fängt das an? Ab hier ungefähr. So, Magic. Wow. Wie hast du das gemacht? Water. Und jetzt breitet sich da The Hollow aus, ja? Ich hoffe. So breitet sich die Corruption schneller aus als The Hollow. Ja, tut's bestimmt. Aber du kannst halt über Pixie Dust und dann auf dem Pixie Dust halt dieses komische die komische Dryade da auch wieder verkauft. Ah, okay. Kannst du das dann überherstellen und kriegst dann 5 Holy Water mit den Corruption eindämmen. In Hollow. Na dann. Ja. Wahnsinnig, wa? Hammer. Jetzt fragt sie nur, was ist jetzt besser? Weiß ich nicht, aber ich bin tot. Das da wollte gut. Ich jetzt gerade auf die 9 drücken. Um schnell mich wegzuporten. Leider bin ich in diesem Moment in den eingesprungen. Schweinerei. Ja. So, und was machen wir nun? Walderze. Oder nochmal Wall of Flesh. Ne, Wall of Flesh haben wir ja jetzt das zweite. Genau, das reicht jetzt. Irgendwann ist auch mal Schluss hier mit Bosse demütigt und so. Aber jetzt haben wir den Mr. Wizard. Den Mr. Wizard? El Wizard ist hier. El Wizardo. Seonage. Punkt. Greater Mana. Ich hab den Hasen tot gebohrt. Ice Rod. Okay. Was bringt die Crystal Ball eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Du weißt für sowas schon wieder nicht. Weil ich nicht nebenbei googeln kann. Macht das Sinn? Naja. Vielleicht. Ist akzeptabel.
So. Also nach unten, ja? Okay. Ich stell dir jetzt mal eine ganz lustige Frage. Ja. Willst du The Hollow haben oder Corruption? The Hollow. Weil wir können auch die Corruption überall hinkleistern. Yay, das ist toll, aber nein. Na gut. Die Leute wollen doch ein Happy End. Und was ist bitte schon mehr Happy End als Einhörner und so? Ne? Na gut. Dann beuge ich mich der Mehrheit. Das will ich aber auch hoffen. Also Erze, ja? Dann, auf. Wie viel Mithril hast du denn jetzt? Ah, Schwarte, ich bin hier gerade im Forum, ne? Mhm. Und da habe ich jetzt gerade gegeben, ja, was ist denn jetzt Corruption Hollow und wie kriegt man das weg? Da steht, also schreibt einer dann prompt drunter. Naja, wenn es halt, du kannst es auch anders machen, du nimmst einfach ganz viel Dynamit und gut ist. Stimmt auch wieder. Schön. Da braucht man sehr viel Dynamit. Ja. Ja, Erzefarm. Ja, auf. Wie viel hast du? Ernst? Das stimmt. Ich habe noch im Moment bei Kobalt und ein paar Mithril, aber das habe ich schon in die Dingskarten, weil ich ja halt ausgenommen habe. Und wir wollten ja das Dingens haben, aber dafür bräuchten wir Moonglanz und Moonglow, ja. Moonglanz, ja, also denk. Moonglow. Moonglow. Die fragt sich jetzt nur, wo du das hernimmst. Genau. Soll ich es nochmal gucken? Ja, bitte. Also dieses Googlen hier im LP ist ja scheiße. Ja, du wolltest dich ja nicht vorher informieren. Ja, ja. Weißt du, ich habe ja vorher gesagt, ja hier, ne, lass uns doch mal kurz informieren, so ein bisschen zumindest. Ja, und was hatten wir jetzt davon? Dass du es mittendrin machst. Dass der immer rummäkeln muss. Ich muss rummäkeln. Was? Rat mal, wo es das gibt. Dschungel? Der Kandidat hat 100 Punkte. Hab ich doch befürchtet, dass es im Dschungel ist. Aber du hörst mir gar nicht zu. Verdammt, lauf in den Dschungel. Ja, müssen wir wohl. Rettet die Meerschweinchen. Ach nee. Fast. Man-Eater. Rettet die Man-Eater. Wozu? Ja, wir retten sie ja nicht. Wir versuchen jetzt nur noch, das Beste draus zu holen. Ja, irgendwie da dran zu kommen. Kann sein, dass wir auch Moonglow da in unsere kleine Hütte gelegt haben. Keine Ahnung. Weißt du? Leicht. Wo die Redstone-Tuse immer noch wartet. Eventual. Weiß ich nicht. Hier hängt auch ein Adamantiterz in der Luft. Das ist ja auch Hammer. Gerade auf dem Weg nach unten. Ja. Ja. Aber in dem Leuchtgebiet links ist viel Adamantit, nur haben wir halt noch nichts, um das abzubauen. Hm. Oh, ich hätte auch gucken können, ich hätte das Mithril noch verarbeiten können. Ich hätte gucken können, ob ich eventuell schon den nächsten bauen könnte. Ja, das hatte ich dich ja gefragt, aber du warst leider deine ganze Konzentration auf der Googlen gelegt. Aus Forum. Ah. Ne, dass das, du weißt, wie das bei mir ist. Es geht nur eins. Genau. Ne? Bist geschmolzen. Ja, ich mach mich jetzt auf den Weg zum Dschungel mit dir, weil alleine ist dahin scheiße. Zumindest nachts. Ach, ich krieg das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff es das. Es ist ja auch früh am Morgen, da ist es okay. Ich schaff das, ich schaff das. Ihr Vogel. Eine Mumie. Ach, das ist, ich bin ja gar nicht in der Corruption. Das ist hier, das ist. Du schaffst das. Ja, ich ignoriere die jetzt einfach und laufe an denen vorbei. Ja, egal. Dann hören die doch bestimmt auf, mir zu folgen. Na, das wage ich zu bezweifeln. Und du werfst jetzt einfach hier irgendwo hin, so dieses Holy Water, ja? Ich hab ja keins mehr. Achso. Hab ich schon da alles eingesetzt.
halt, okay. Ich hoffe, dass sozusagen die eine Seite dann komplett hollow wird und die andere Seite dann halt komplett Corruption. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Ding. Und dann mal gucken, was draus wird, ja? Ja. Ah, hier sind noch Dings. Darf auch mal was pawnen. Wie? Du darfst das? Ja. Einfach so? Ja. Habe ich eine Erlaubnis. Mein Hammer. Mach's weg. Ja, mal gut, dass ich noch meinen Hammer habe. Dass bei mir irgendwie immer Sachen verloren gehen. Ja, ist faszinierend, ne? Und erschreckend zugleich. Irgendwie eine Kiste getan, keine Ahnung. Du kommst ja auch vorbei. Sind die sehr offensichtlich? Warte. Leister dir da mal ein paar Fackeln hin. Okay. Wenn du jetzt hier so einen Haufen Fackeln siehst, ne, dann weißt du, ah, da muss ich nach unten. Na, bin ich ja mal gespannt, ob ich darauf irgendwie reagiere. Ich werde bestimmt dran vorbeilaufen, weißt du? Das ist wie mit Spawnpoint setzen. Es ist direkt nach der ersten Corruption. Nach der Wüsten-Corruption? Nach der Wüsten-Corruption. So, das sind jetzt so ein paar. Wenn du die jetzt nicht siehst, dann ein Pech. Dann wird nichts gepowert. Nee, also das sehe ich nicht. Nee. Sorry, gut. Nee. Schon da. Ja, klar. Brauchst ja, du so ja. Ewig. Was haben wir denn hier noch Schönes? Aha. Aha, aha, was brauchen denn? Wir nicht. Ja, da war noch so eine Kiste. Mit unnützem Zeug drin. Zumindest was jetzt für uns unnütz ist, ne? Okay. So, einmal. Und Kobalt. Ich geh da mal. Baue Spaß hier jetzt Sand ab. Ja, ich werd verfolgt. I'm doomed. Das mit so wenig Lebenspunkten. Bohre die Mumie kaputt und jetzt den Schleim. Warum mache ich das eigentlich? Da ist ein Hase unter Wasser. Gilt gerade jede Sekunde. Moment. Ich muss immer feststellen hier, warum ich so wenig Leben regeneriere. Aha, weil ich Pilze im Inventar habe. Natürlich. Aber auch Pilze im Inventar. Erstmal weggeschmissen. Darfst du dann auch den. So, ich komme im Dschungel an. Ja. Er sieht aber noch okay aus. Ja, noch sieht er okay aus. Das kann sich ja sehr schnell ändern. Jetzt hier rein einfach. Hoffe, dass ich einen Blow finde. Können wir die dann irgendwie in dein tolles, denn dann da, einspeisen? In deine Apparatur? Welche Apparatur? Na, dein Gewächshaus. Wenn wir Samen davon bekommen können, dann ja. Samen davon? Ja, die Pflanze muss dann ganz ausgewachsen sein und dann muss man sie abbauen. Frage ist halt, wie bringen wir den Moonglow da völlig zum Auswachsen? Ja, wenn wir eine. Achso, bei uns dann. Oder wie? So generell da. Also beispielsweise bei den Wasserpflanzen, die du hier manchmal in der Wüste findest. Ja. Die werden quasi erst ausgewachsen, wenn du dann einmal Wasser drüber kippst. Beispielsweise die Feuerpflanzen aus der Hölle, die werden erst ausgewachsen, wenn du einmal Lava drüber kippst. Ein Anglerfisch. Ne? Und dann ist halt die Frage, wachsen dann die Moonglow-Dinge einfach so aus oder brauchen die noch eine extra Behandlung? Also muss ich wieder googeln. Wahrscheinlich. So, ich bin jetzt auch im Dschungel angekommen. Ich fräse mich hier gerade voran, weil da unten war nix. In den ersten Löchern da. Wahrscheinlich müssen wir da wieder zu unserer Haupthöhle. Hm. Oh, hier ist die Tante. Keiner. Wir haben übrigens gar keine Dings hier. Aber ich hatte es gedacht, weil wir hatten doch irgendwann mal welche. Keine Truhen. Irgendwann hatten wir doch mal Moonglow. Frage ist halt nur wo.